Ja, also hier der zweite Satz an Alufelgen. Nur mal eben grob abgespült. Ja, so kann das aussehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt beim Schraddeln. Ich allerdings habe überhaupt keine Lust, die sauber zu schraddeln. Also kriegt der Käufer sie drehlich mit dabei. Die Reifen sind noch gut. Also Profil ist super. Aber fahren würde ich sie nicht mehr, weil ich glaube, sie sind von 2001 oder so. Das würde ich lassen. Vielleicht noch für Stockcar-Rennen, genau. Aber nicht fürs ernsthafte Fahren. Auf jeden Fall ist es ein zweiter Satz Alus mit dabei. Das sind die Originalen, die also mit am Fahrzeug ursprünglich verbaut waren. So, ja. Das ist also der Krimskrams, der sonst noch mit dabei ist. Da wäre zum Beispiel das BMW Business Radio in der Kassettenausführung. Ich habe ja die mit der CD eingebaut. Da ist noch ein Reservespiegel. Warum, habe ich nicht die leiseste Ahnung. Wahrscheinlich hat mir die Tönung oder die Krümmung des Spiegels nicht gepasst. Ist für heizbar, ne, mit Kontakten hinten dran. Schrauben vom übrig geblieben vom Anhängerkupplung. Ja, ein paar Scheibenwischer, die sind eh schon halb tot. Hier sind die originalen orangefarbenen Blinker drin. Ja, ne, die sehen so aus. Der eine links, der andere rechts. Und da ist das genannte Rücklichtdingens noch mit dabei. Hier ist noch ein Abdeckdingsbums für dünne, ja, naja, so Reifen halt, ne, diese dünnen Notlaufräder. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das überhaupt zum BMW gehört, aber von der Reifengröße her, naja, 16er Felge. Egal, vielleicht gehören sie auch zu meinem Chrysler. Kriegt der Käufer trotzdem dazu, weil ich brauch's ja nicht. Da hinten liegen die Fußmatten übrigens drin und in dem olivgrünen Sack liegt die Anhängerkupplung. War das schon alles? Ja, Wagenheber ist noch dabei, da steckt das Blaue, ist ein Warndreieck. Der Verbandskasten ist, ja, ist sogar, glaube ich, noch gültig, ne? Also beinahe jedenfalls noch gültig. Bis 7.2020 noch gültig. Also so gerade eben. Ja, das war's dann jetzt aber mit Goodies auch, ne? Ein Radio und Reifen, ach, muss ich unbedingt noch zeigen. Hier unten drunter ist ja noch das derzeit vorhandene Reserverad. Uah! Und das ist eine weitere blitzeblanke, oh, ist das schwer. BMW-Felge von den ursprünglich hier im Original drauf gewesen sind, also von den ganz ursprünglich Originalen. Könnte auch Stahl sein, nee, ist glaube ich Alu. Wer schon ein Reserverad mit Alufelge, ne? Ja, das muss jetzt aber wirklich reichen. Klappe zu, dann kümmere ich mich um anderes. Ja, richtig, habe ich eben extra noch mal nachgeguckt. Der Papierkram für die Anhängerkupplung liegt alles im Handschuhfach. Also nicht, dass ihr glaubt, ich baue euch da irgendwas an oder verkaufe ich euch das ohne Papiere. Alles dabei.